Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Detective Sirius und jetzt geht's natürlich weiter mit unserem aktuellen Gameplay. Und diesmal wollen wir auch noch Joseph dabei beschützen. Das ist der Typ, der hier eine Brille trägt, so ein kleines Icon links am Bild hat. Und ja, ich weiß nicht, der Typ ist eigentlich infiziert, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, warum wir nämlich einfach die Rübe wegblasen sollten. Wir stellen uns ja sonst nicht so mädchenhaft an. Okay, hier ist es irgendwie ein bisschen heller, ein bisschen freundlicher, fühlt man sich gleich wohl. Joseph kommt auch irgendwie nicht hinterher, toll. Ah ne, hier waren wir auch schon, oder? Nö. Ups, vorbeigehauen. Da war Joseph. Ich hätte jetzt gerne gesehen, wie er... Treppe hochgeht. Wir müssen weiter. Ja, danke für den Hinweis, Junge. Hast du dich vielleicht vorhin in einen scheiß Zombie verwandelt und mich angefallen, oder war ich das? Ach. Schweinespiegel. Wollen wir rübergehen, oder was? Upgraden? Können wir eigentlich, oder? Okay, was ist hier los? Sieht anders aus als sonst. Sie ist irgendwie blutverschmiert. Seht ihr das? Okay. Das war ja bisher immer so ein Ort, ich will nicht sagen der Sicherheit, aber man wusste wenigstens, wo man war. Okay, ich setze mich trotzdem auf diesen verfickten Stuhl. Okay, ich würde gern schneller und länger sprinten können. Boah, ist das teuer, ey. Boah, ist das teuer. 9000, ey. Was haben wir denn sonst noch vermisst? Schadenstufe, Multiplikator. Boah. Teuer, teuer, teuer. Ich kann hier in der Tat echt nur 4 Kugeln mitnehmen, oder? Wie wäre es denn, wenn ich das mal verbessere? Denn mehr Schrotflinten-Munition fände ich jetzt grundsätzlich nicht schlecht. Jetzt haben wir das Ganze schon mal verdoppelt. So, 7500. Feuerwarte. Magazinkapazität. Okay, wir verbessern einfach mal die Schrotflinte und hoffen, dass uns das in Zukunft den Arsch retten wird, meine Freunde. Dankeschön. So. Ich weiß nicht so genau, was hier los ist und irgendwie... Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich dem nachgehen sollte. Das finde ich ist gut gemacht. Kann auch nicht speichern, das heißt, es passiert eigentlich noch irgendwas. Ich lass mal Licht an, oder? Ich finde das mit dem Schwarz-Weißen im Übrigen mega stimmungsvoll. Hier wurde ich hereingeworfen in die Welt. Ich glaube nicht, dass ich irgendeinen Schlüssel habe. Und sie ist auch nicht hier. Okay. Danke sehr.
Dann gehe ich mal wieder nach rechts in meinen Zellentrakt. Ärgerlich, dass ich jetzt hier nicht speichern konnte. So empfinde ich das auf jeden Fall. Das hilft ja eigentlich immer ganz gut weiter. Ja. Dass wenn man jetzt drauf geht in den nächsten paar Minuten, dass man auf jeden Fall weiß, Mensch, man muss das Upgrade nicht wiederholen und sowas. Aber keine Spur davon. Gehen wir mal Richtung Zelle zurück. So viele Anmeldungen und nicht eine einzige Entlassung. Lass mich los! Lass mich los! Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Sie sehen gar nicht gut aus. Passen Sie auf sich auf. Ach du Scheiße. Also das sind so die Momente, wo ich das Spiel echt mega hammergeil finde. Da hätte das Spiel noch viel mehr von gebraucht, als dieses blöde Durchgelatsche und irgendwelche Zombies in den Kopf zu schießen. Dankeschön. 4:12 haben wir bisher gespielt, meine Freunde. Tschüss, Kleine. Geiler Part. Geh ins Licht, hin zur Sonne. Okay. Dann wieder in diese wirklich netten Gefilde, wo unser Kollege wartet und vorlaut ist. Und schon wieder ein Kontrollpunkt. Ich hätte gar nicht speichern brauchen. Okay. Da ist unsere Kollegin. Kidman! Holt mich aus diesem Ding raus! Warte! Wieder eine Falle! Da! Um einiges Joseph, bei dir alles gut? Ja, mir geht's gut. Du solltest lieber runterkommen. Warte, ich komme. Oh Mann, lange halte ich das nicht so aus. Ach, wusste ich's doch. Na! Mann, diese Elemente vorher in Schwarz-Weiß und diese. Das tat dem Spiel viel besser als jetzt diese Shooter-Action, oder? Mann, Leute, ey. Ja, Moment. Moment, Joseph. Alles gut. Ja, wir müssen weiter. Ist alles gut. Ich habe alles im Griff, Babe. Babe, babe, babe.
Wie viele fucking Granaten haben wir noch? Okay, los geht's. Pumpgun Action. Und nochmal die schöne Szene mit Frau Kidman. Kidman! Joseph, bei dir alles gut? So, da hinten ist auch anscheinend ein Treppenhaus oder so. Warte, ich komme. Da kommen sie. Scheiße. Wie viele von den Dingern sind das? Scheiße! Ja, beweg dich nur nicht, Alter, ey. Schön eben das Bild einfrieren lassen. Wo ist die Knarre? Nein! Das hat zu lange gedauert. Scheiße, nein, nein, nein! Ja, bleib doch stehen dabei! Lauf dir, Mann, du! Jetzt bin ich wieder fit, ey. Bitte, oder was? Was denn? Sie haben Dynamit? Ja, natürlich haben sie Dynamit! Was haben Zombies auch sonst dabei? Ja, natürlich! Oh. Also bitte, ja? Die Zombies haben Dynamit, oder was? Wer hat sich das denn wieder einfallen lassen, ey? Wir müssen weiter. Mann, Mann, Mann. Also unlogischer geht natürlich immer die Dynamit-Zombies. So, neuer Versuch. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, ist das Video aus für heute. Dann mache ich Feierabend. Ja, mir geht's gut. Du solltest lieber runterkommen. Warte, ich komme. Wie viele von den Dingern sind das? So, jetzt nehmen wir Granaten. Haben wir Granaten? Achtung, die haben Dynamit. Wir auch. Oh, scheiße. Fuck. Komm schon. Was denn, haben wir es überstanden? Was müssen wir machen hier? Sebastian, sie sind über uns. Also muss ich. Ich dachte jetzt, ich müsste irgendwo finden, wo die Leitung zu Ende ist. Ja, ja. Deckung, sie schießen. Komm schon!
sowas jetzt. Scheiße. Wo kann man dieses verdammte Wasser abstellen? Hier läuft das Rohr. Hier hole ich mir da oben. Achtung, die haben Dynamit. Oh. Okay. War das alles? Da ist noch was in der Nähe. Komm, es kommt noch mehr. Spiel nicht den Helden. Zurück. Kidman braucht Hilfe. Verdammt, das war knapp. Das solltest du dir mal ansehen. Ich krieg das nicht auf. Es muss noch ein Bedienfeld geben. Die Zeit läuft ab. Wohin gehen die Kabel? Ich gehe. Was soll ich tun? Hier war ich da vorhin schon mal. Noch ein Bedienfeld geben. Nein! Fuck! Mann, ey! Boah, Leute! So, meine lieben Freunde, ich habe jetzt für heute echt, ich brauche mal eine Pause. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Viel Ballerei, ich bin mal gespannt, ob wir Frau Kidman noch retten können. Das wird vermutlich im nächsten Part geschehen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und haut rein.